Hallo und willkommen zurück zu Dead Age 2. Wir sind jetzt wieder in der Basis angekommen und bereiten uns auf die Nacht vor, in welcher wir wohl zu dem Bunker gehen werden hier. Mit Lance, der muss also auf jeden Fall im Team bleiben. Und wir haben zwei Leute und der eine, was hat das überhaupt nochmal gemacht? Jedem Levelaufstieg ein Bonus-Attributspunkt. Naja, das ist schon nicht verkehrt. Den brauchen wir aber, glaube ich, jetzt hier, um Wache zu schieben. Wachsamkeit, ja. Das ist unsere Top-Wache. Das heißt, den stellen wir dann da auch entsprechend auf. Da gehen wir auch als erstes hin. So. Dann haben wir das erstmal aus dem Weg. Ach, wir haben das zweite Ding noch gar nicht. Das sollten wir vielleicht jetzt möglichst schnell machen. Dann baut die das. Wir haben genug Nahrung und so weiter. Und der macht die Wache erstmal. Und dann werden wir mit den dreien entsprechend wieder los. Wobei die jetzt... Moment, was hatten die für Waffen? Die hätte Pistole und Pistolenmunition haben wir noch ein bisschen mehr. Dann machen wir das anders. Weil wer das Ding baut, ist ja schlussendlich auch egal. Das macht dann nicht die, sondern Tessa. Und dann rüsten wir die mal gerade um. Ach, die ist gestiegen. Ja. Da rein. Okay. Ja, ja, übernehmen. So, da zwacken wir jetzt den Kram ab. So, eine Pistole. Ach, wir haben nur eine Pistole aktuell. Ein bisschen ungünstig. Aber ich glaube, der braucht die Pistole nicht. Dann kriegt der die. So. Und dann könnte sie auch noch hier irgendwas zum Kämpfen brauchen. Was hatten die da? Klingende Waffen. Okay. So, damit hätten wir unser Team hier. Uns fehlen noch Hosen. Ansonsten alles in Ordnung. Munition ist halt jetzt noch ein Problem. Nehmen wir erstmal die wieder. Und dann geht's los. Wir gucken also erstmal, dass wir da zum Bunker kommen. So, dann mache ich hier mal mich wieder weg. Und dann geht's los. Brücke. Überqueren. Und dann nehmen wir natürlich jetzt auch möglichst viel mit. Diner. Ein Haufen Bauschutz. Die hinteren, die sind jetzt schon alle ein bisschen fieser. Ich habe jetzt allerdings niemanden mit einem Hund dabei. Das war nicht so gut.
So. Oh, sehr schön. Auch sehr schön. Aber nur Streiftreffer, okay. Mach mal erstmal die weg. Den sollten wir möglichst in dieser Runde auch eliminieren. Von denen kriegen wir sowieso niemanden tot. Deshalb können wir auch ruhig einmal nach vorne und dann... So. Okay. Schlagwaffen. Das reicht nicht. Fangen wir erstmal den an. Das wird aber natürlich... Der Lance ist gestiegen. Dann gucken wir uns das auch direkt mal an. Wahrnehmung, kritische Treffer, Blockchance. Machen wir erstmal das hier. Ja. Okay. Und da habe ich jetzt nicht so die wirkliche Ahnung. Ich glaube, ja, der hatte sogar schon Handwerk voll. Das könnte Sinn machen unter Umständen. Aber ich glaube, ich werde die Punkte jetzt einfach aufbewahren. Und dann kann man die eventuell in was Zweites reinsetzen. Wir könnten rein theoretisch auch noch den noch das andere mitnehmen lassen. Aber ich glaube, das ist eher was für den Hauptcharakter. Aber ich weiß gar nicht, das geht wahrscheinlich. Gab es die beiden Optionen im Kampf? Muss ich jetzt mal gucken. Begegnung. Dieses Gebiet, ja. Blablabla. Ja, wir haben Jäger und Techniker. Wir haben beide Buttons immer. Also kann man theoretisch auch beides entsprechend dann steigern. Es wäre eine Möglichkeit. Das ist jetzt der Lance. Der steht vorne und kann deshalb nicht damit angreifen. Dann greifen wir halt den an. Keine Schlampe. Ja, nicht so cool, aber ist okay. Und der muss weg. Wachsamer Instinkt, das heißt, der greift jetzt zurück an. Wow, okay, nice. Das sieht auch gut aus. Den kriegen wir eh nicht tot. Oh, wir waren von. Und nochmal. 6 Pistolen Schuss. Deiner. Schloss knacken. Oh, jetzt haben wir niemanden dabei, der das gut kann.
Hat gereicht. Okay. Da, die hinteren sind wieder ein bisschen stärker. Und der hält zumindest viel aus. Naja, dann gehen wir hier mal auf Verteidigung, glaube ich. Ja. Nein, leider nicht ausreichend. Das wird natürlich jetzt auch nicht passen. Na gut. Der Nahkämpfer muss sich auf den konzentrieren, weil der halt ausweicht. Nett oder nicht? Ah, auch wieder so unglücklich. Die kriegen wir eh nicht tot, also gehen wir nach vorne und schlagen da einmal drauf. Sauber. Wieder ein bisschen Alkohol. Sehr gut. Heilzeugs. Mehr Heilzeugs. Ja, das hat sich doch ganz gut gelohnt. Und mehr ist hier auch nicht. Ihr findet einen Bunker. Das ist der Bunker, von dem dir Lance erzählt hat. Er lässt sich nur mit Hilfe von Lance öffnen. Lance öffnet mit seiner Chipkarte die Tür. Voila, Sesam, öffne dich. Ich sagte ja, das wird ein Kinderspiel. Verdammt, hier ist eine ganze Horde von Untoten. Wie konnten die hier alleine sein, alle sein? Ich weiß es auch nicht. Die miesen Schmuggler machen ihre Geschäfte doch in den tiefsten Abgründen. Vermutlich nur eine Leichenflatterei. Da kommen, glaube ich, mehrere dazu. Das heißt, hier macht es wahrscheinlich Sinn, ein Geschütz hinzustellen. Bauen wir hier einfach noch ein Geschütz hin. Mal hier. Dafür muss die aber natürlich jetzt schießen. Das ist der einzige, den wir tot bekommen würden. Ein Sandwurf. Na, das hat sich ja noch in Grenzen gehalten. Der ist weg. 63, schön. Jetzt bitte töten.
nicht so gut. Im Fernkampf attackieren? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er das schon mal so gesagt hat. Ruhig noch jemand da drauf schießen dürfen. Das sieht gut aus. Na, das sollte aber passen. Na. Abgelaufen, diese Dinger. Endlich geschafft. Jetzt wartet auch hoffentlich diese Technikmunition auf uns. Ja, es hat sich eigentlich überhaupt kein Stück gelohnt. Jetzt haben wir alles. Und willst du über dein persönliches Problem mit den Schmugglern reden? Nein. Das war klar und deutlich. Okay, dann gehen wir jetzt runter zur Stadt. Wir haben noch genug Zeit. Haltet euch friedlich. Ja, eintreten. Willkommen in Freedom City West. Reden wir einfach mal mit allen. Wegen deinem Freund. Tut mir leid, aber dein Freund hat es nicht geschafft. Wir konnten ihn nicht retten. Oh mein Gott, wie konnte das passieren? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das mit dem Somdex könnt ihr nun vergessen, ihr Versager. Hilfe zu den Nebenjobs. Hatte ich denn... Ne, das war nicht die Trixie. Das kann ich dir anbieten. Ware, Nebenjobhändler. Ich soll diese Waren verkaufen. Gut, ich weiß Bescheid. Ja. Sehr gut. Ja. Okay, was können wir denn hier kaufen? What? Ich glaube, davon brauchten wir noch mehr. Wasser können wir auch mal noch kaufen. Das kostet halt nichts. Genau wie die Nahrung. Ich glaube, der Schrott könnte auch Sinn machen. Im Moment habe ich halt auch, ich sag mal, zu viel Geld. Und irgendwann werden wir halt haufenweise Kram herstellen. Das war falsch. Aber den hier noch. So, ja, und theoretisch könnte man Munition kaufen, aber die verballert man auch sehr schnell. Das ist, glaube ich, nicht die 300 wert, wenn wir das jetzt kaufen würden. Ja, ich denke, das passt. Wir könnten halt, wenn wir noch Geld brauchen würden, könnten wir halt noch hier so Schrott-Items verkaufen. Also hier beispielsweise die Lederkleidungsstücke, da werde ich sowieso nichts von bauen. Außer für Quests halt irgendwas. Medizinlabor. Was benötigst du? Somdex. Die Ware. Trevor von den Schmugglern hat mich beauftragt, eine Ware abzuholen. Hat das rein zufällig mit der verschwundenen Ärztin zu tun? Hehe, dreimal dürft ihr raten, aber haltet bloß die Klappe. Niemand darf hier von erfahren. Also geht es hier um Menschenhandel, Sklaverei? Habt ihr nichts daraus gelernt? Ach komm schon, nur weil ich schwarz bin, muss ich Sklaverei verteufeln? In dieser scheiß Welt? Tu nicht so scheinheilig, jeder ist sich selbst der Nächste. Sie wird als Sklavin verkauft und ich bin sie los. Mein Job als Arzt wird darunter nicht leiden, ganz im Gegenteil. Also warum habt ihr sie nicht direkt zu den Schmugglern geführt? Dummerweise wurde sie an einem Ort transportiert, wo ihr aber
eine Brücke müsst. Neuerdings jedoch wird sie aufgrund einiger Angriffe der Scheiß-Mutationen schwer bewacht. Das hat fast... Hatte fast ohne Pläne ruiniert. Zum Glück seid ihr jetzt da, meine Schmugglerfreunde. Ihr solltet mit Lieutenant Liss reden und euch eine Freigabe über die Brücke holen. Sagt einfach, ich hätte eine Spur der Schmuggler entdeckt. Ihr werdet reich belohnt werden für das Flittchen. Macht euch nicht ins Hemd. Ich hoffe, sie lebt noch. Keine Sorge, ziemlich sicher sein, wo sie gefangen hat. Okay. Mhm. Schön mit euch Geschäfte zu machen. Hier ist der Schlüssel. Okay. Wertvolle Fracht. Was willst du? Verschwundene Ärztin, wie eine Ärztin. Sie ist doch immer verschwunden. Freigabe. Um den Fall genauer zu benötigen, die Autorität über die Brücke ins Akut zu kommen. Oh, ihr habt eine Spur gefunden. Wer hat euch diese Information gegeben? Der Arzt Ethan erzählte mir, bla bla bla. Also gut. Erhaltet meine Autorität. Ja, doch seid vorsichtig da draußen. Es wird voll gefährlich. Na gut. Ruf. Weder besonders gut noch besonders schlecht. Vielen Dank. So, und dann reden wir dann nochmal mit dem über das Somdex. Wegen des Somdex. Habt ihr die drei Somdex für mich? Wir haben drei Somdex Inventar. Oh, das ist eine willkommene Überraschung. Die Somdex werde ich direkt zum Wohle des Camps einsetzen und Leben retten. Ich liebe meinen Job. Mhm. Ja. Das war's dann hier auch. Jetzt haben wir zwar noch eine Stunde, aber da können wir halt auch nur mal eben noch woanders hinlatschen und Dinge totschießen. Dann sollten wir wohl dorthin am nächsten Tag dann. Die sollten wir ja rüber eskortieren. Aber weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob wir das sollten. Naja, wir gehen jetzt jedenfalls dahin. Hier haben wir nichts mehr an Quests. Ah, und dann können wir da auch nochmal Heilzeugs holen. Du entdeckst einen Händler. Er setzt eine sorgenvolle Miene auf. Gut, dass ihr hier seid. Ihr seht so aus, als könntet ihr helfen. Hinter mir erwartet uns eine Gruppe Plünderer. Wenn ihr mich an diesen finsteren Gesellen vorbei eskortieren könnt, wäre ich euch sehr verbunden. Ich würde den Unabhängigen ein Empfehlungsschreiben geben. Plus 3 Ruf. Zusätzlich könnt ihr 2x Soda-Dose von mir erhalten. Ja, natürlich, für 2x Soda-Dosen werden wir... ja, gut, dann lasst uns gemeinsam losziehen. Deckt meinen Rücken. Für 2 Soda-Dosen. Übergebt uns den reichen Knaben oder ihr seid dran. Reich, denn er hat 2 Soda-Dosen. Drohen. Haha, dieser Händler hätte sich bessere Bodyguards holen sollen. Na, oh, wunderbar. Mhm. Schrotflinte. Lange machen die es nicht. Das sind Nahkämpfer. Oh. Okay, aber das stimmt jetzt eh. Und wieder außer Kraft gesetzt. Na gut. Eine spitze Hacke. Wunderbar, ich bin euch sehr dankbar. Ihr habt ja eure Belohnung und ich werde ein gutes Wort für euch einlegen. Vielen Dank. Aber Ruf ist immer gut. Vielen Dank für die Unterstützung. Unser Gebiet Freedom City West sollte etwas sicherer sein. Ja. Und nochmal 50 Dollar.
okay. Sehr schön. Den kriegen wir auf jeden Fall nicht tot, diese Runde. Gucken wir mal, dass wir den töten. Natürlich jetzt auch nicht optimal und die wird den auch nicht töten. Er ist ein bisschen kaputt. Ist aber ja ohnehin das letzte, was wir machen. Okay. Inventar. Ich will den aber jetzt auch nicht großartig heilen, sondern nur, dass der halt nicht direkt jetzt tot umkippt. Wahrscheinlich werden wir danach, wenn wir jetzt eh raus und dann ist der Tag vorbei. Ist nochmal Somdex. Du triffst auf gefährliche Plünderer. Sie machen keinen Hehl daraus, dich zu überfallen und dein Geld zu fordern. Du hast Dollar. Aha. Drohen. Okay, okay, hab gewonnen. Geht einfach weiter. Nee, zur Basis zurück. Tag 9. Das ist eine Funkmeldung an alle Camps da draußen. Willkommen in der Modernisierung unserer neuen, schönen Welt. Wir wollen euch mit Stolz berichten, dass die Gerüchte wahr geworden sind. Von heute an steht die U-Bahn wieder allen Menschen in der Stadt und auf dem Land zur Verfügung. Unser Boss Jimmy, Anführer der Schmuggler, verwaltet für alle dieses gute Stück Geschichte. Gegen eine kleine Spende, versteht sich. Wir müssen ja auch von etwas leben. Ihr werdet in 0, nichts weit entfernte Gebiete von Freedom City erreichen können. Wasserverbrauch fällt für diese Strecke somit aus. Und bevor die Nörgler und Zweifler gleich loslärmen, nein, ihr müsst keine Angriffe von Untoten befürchten. Die Tunneleingänge sind blockiert und werden bewacht. Sind das nicht tolle Neuigkeiten? Wir sind die Schmuggler und die Zukunft der letzten Überlebenden der Menschheit. Hey Kodano, du hast die neuen Nachrichten vernommen. Das ist eine interessante Chance, die wir nutzen müssen. Hier der Restdollar, die ich entbehren kann. Wir sollten uns mit mehr panzerbrechender Munition eindecken. Wer weiß, wann die nächste Zombie-Horte auf uns wartet. Du solltest auf diese Weise das Hauptquartier der US Army erreichen können. Nur dort gibt es panzerbrechende Munition zu kaufen. Sprich mit mir an der Bar für mehr Informationen. Gut, dass du da bist. Ja, ja, U-Bahn nutzen. Ja, 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 ja. Wir brauchen unbedingt Ratschläge. Keinen Fall nachts dahin. Ja, ja, ja. US Army. Ja, das hatte ich ja vorher schon mal alles durchgelesen, das war wieder vorgelesen. Waffenbauer hatten wir hier auch noch was. Infos zum Auftrag. Okay. Da sind wir jetzt bei 70. So. Die sind jetzt
Naja, also die könnte auf jeden Fall noch ein bisschen weiter steigen. Der Fernando ist gestiegen. Machen wir mal den hier. Das war jetzt ein bisschen mehr als, aber passt schon. So. Ja. Achso, wir könnten es auch zurück. Irgendwann, dann mache ich es nochmal. So, wir haben nämlich jetzt immer noch 2 Punkte. Und dann setzen wir die in einen hier rein. Und einen da rein. Gut. Übernehmen. Der hat jetzt auch genug, um das hier zu maxen. Ja, wunderbar. Das war der Molotow-Cocktail. Und hier wollte ich eigentlich auf das hier gehen. Das könnten wir theoretisch auch noch nehmen. Brennende Falle, aber. Eigentlich dann auch schon wieder nicht. Verfügbare Punkte 9. Eigentlich ist es jetzt ab dann ziemlich unnütz. Aber wir könnten da ja auch einen Jäger draus machen. Ja, machen wir das mal. So. Dann, ja, tragen wir unsere Leute mal ein. Jetzt können wir uns einmal einen Tag. Na, eigentlich müssten wir uns um Munition kümmern. Wie sieht's jetzt aus mit der. Mit der Ammo hierfür? Jetzt auch nicht so doll. Der hat auch das. Die benutzt auch eine Pistole, ist da aber auch fast leer. Es spielt aber fast keine Rolle, was wir nehmen, weil wir von allem nicht viel haben. Also ist die Aufteilung schon okay. Die ist auch gestiegen. Ja, passt. Aber nehmen. Ja, die hat schon Survival voll. Und die kann halt den Hund rufen. Ja, das Skillsystem ist leider ziemlich suboptimal, weil halt diese ganzen Kampfskills eigentlich unnütz sind. Dann. Wir brauchen keine Nahrung und kein Wasser. Wir brauchen vor allem Dingen. Munition. Also sollten wir auf jeden Fall mit einem von beiden Munition bauen und möglichst hier Schrotflinten-Ammo. Die konnte ja jetzt. Genau. Die baut 55, weil die den Skill maximiert hat. Wir können außerdem. Ne, das geht nicht, weil wir das eine Ding dafür nicht haben. Und den ganzen anderen Kram ist nicht. Oh, Moment. Der Helm ist gut. Dann machen wir den doch noch besser, wenn wir den Kram hier eh haben. Ja. Zwei. Da fehlt Kram für. Och. Der Hut ist auch nicht verkehrt. Machen wir den auch noch besser. Macht halt keinen Sinn, diese Teile hier zu horten. Und dann können wir dasselbe noch mit Waffen machen. Die Schrotflinte ist aber zu hoch. Die nicht, dann bauen wir die noch aus. Und okay. Zurück. So zurück nicht. So. Also, die baut jetzt hier Munition.
Und da könnten wir, aber wir könnten aber auch dieses Wachdingen jetzt noch auf das dritte ausbauen, dann kann da nämlich nichts mehr passieren. Ja, wunderbar. Hätten wir das auch. Und ja, bevor ich jetzt hier direkt wieder losziehe, mache ich auch erstmal wieder einen Schnitt. Wir können erstmal gucken, was wir jetzt wieder beim nächsten Mal dann machen werden. Wir haben hier Quest, Waffenbauer, baue den Waffenbauer, ja. Zur US Army HQ mit der U-Bahn. Baue den Arzt. Also wir müssten theoretisch dann in die U-Bahn rein und hier hin. Ich weiß aber nicht, ob die uns dann da durchlassen. Aber ist auch eigentlich egal, selbst wenn die uns nicht durchlassen, dann gehen wir halt noch... Naja, das macht, glaube ich, wenig Sinn. Ich weiß nicht, ob wir da dann überhaupt durchkommen. Vielleicht sollten wir hier hoch. Näher ist das aber auch nicht. Nee, ich probiere das hier rüber. Also wir fahren dahin und dann gehen wir darüber und gucken, dass wir da hinkommen. Das werden wir dann aber, wie gesagt, beim nächsten Mal erledigen. Was haben wir noch? Besuche den Keller, in dem die Ärztin gefangen gehalten wird. Ja, eskortiere die Ärztin zu Trevor am Schmuggler-Außenposten. Rede mit Anführung Kira in Forest Grave über den verschütteten Tunnel. Ja, müssen wir auch irgendwann noch machen. Das wird auch in dem Schmuggler-Außenposten gewesen sein. Im Joe, im Hauptquartier der US Army über die Zerstörung der Brücke. Geheimnis der Dreier, das ist noch irgendwann später. Bei den beiden, bei den Schmugglern und kehre zu Kira zurück. Das haben wir ja. Ne, haben wir gar nicht, da haben wir 46. Aber sobald wir diese Quest abgeben, sollten wir da auch wieder ganz gut stehen. Also, würde ich sagen, ja, probieren wir das erstmal. Also, gucken wir, dass wir da hinkommen. Indem wir da reingehen, da rein und dann darüber. Und dann bringen wir den Schmuggler zurück, die Ärztin zurück. Und dann, gucken wir mal, ob wir da nochmal weiterkommen, was Neues bekommen. Dann soll es das hier erstmal gewesen sein. Neue Folgen immer montags, mittwochs und freitags. Gerne auch den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Und damit sage ich jetzt mal wieder ciao und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.